schön. Shoppingmobil? Kann ich das nach Hause nehmen? I love it. Es ist pink. Ich liebe es. Was steht denn da drauf? The Shopping Queen. Und wer von euch beiden macht was? Sie shoppt, ich bin die Queen. Ach so. I love it. Hallo. Hallo, ich heiße Kelly Hilton. Who let the dogs out? Ich bin Schauspieler, Sängerin und Drag Queen. Sieht man da, oder? Die Queen of it all. Kelly. Ich kenne Ada seit, ich glaube, seit 3, 4 Jahren. Wir haben uns kennengelernt in einer Modeschau. Und wir haben uns sofort connected. Sisters. Oh, Gide ist ein toller Daddy. Daddy. Call me. Call me. Das sind meine Rennerschuhe, by the way. Weil wir werden auf jeden Fall ganz viel rennen, schwitzen, ich weiß. Und wir werden gewinnen. Keine Frage. She's fresh. Fresh, exciting, geil. She's so exciting to me. Ich mache mich auf den Weg und fühlt euch wie zu Hause. Wenn ihr Sachen anprobieren wollt, probiert sie gerne an. Und ich gehe jetzt shoppen. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Und ganz viel Erfolg. Ja. Du wirst es rocken. Das du rockst das. Ciao. Oh, ich glaube, es wird ein toller Tag. Das ist Kelly, das ist meine Shopping-Begleitung. Die ist die beste Shopping-Begleitung, die man jemals haben könnte. Das ist meine beste Freundin und wir werden es rocken. Sie ist die Beste? Ja, let's go. Let's do it. Insgesamt 4 Stunden Zeit und ein Budget von 500 Euro für einen Look zum Motto. So, was ist das Motto? Jetzt halt dich fest. Halt dich fest. Oh, halt. Dead Pants. Oh, Dead wie Daddy? Daddy Pants. Oh, Dead. Ich mag Daddy Fans. Also ich bin mir sicher, dass Ada gewinnen wird, weil nochmal, sie kann alles tragen. Und Ada hat eine tolle Gabe, dass sie trägt das Kleid, nicht das Kleid trägt sie. Und das ist selten. Viele Frauen verstecken sich hinter den Klamotten. Und das sollte eigentlich komplett umgekehrt sein. Die ist toll. Tolles, tolles, tolles Mädchen. Ganz wichtig, Geld. Where's the money? Money, money, money. Let's do it. Okay, lass uns zählen. So 100, 200. Mein Gott, zitter nicht. Alles gut. Tief atmen. 300. 400. 500! Yes! Geld, genau. 500 Euro. Meine Fresse! Wir können Urlaub machen. Money, 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 money. Wir machen Urlaub in Offenbach. Money. In Offenbach. Noch 3 Stunden 33, also 3, 3, 3. 3, 3, 3, das ist ein Zeichen. So, okay, es geht los. Schnell, 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 schnell. Komm, wir haben nicht so viel Zeit. Oh mein Gott. Hallöchen. Hi. So. Ihr sieht so toll aus. Dankeschön. Oh, meine Frau. Kelly. So, wir müssen uns beeilen, wir brauchen ein Outfit. Unser Motto heißt Dead Pants. Ja. Also wir brauchen Daddy-Hosen. Also so weite Hosen. Weite Hosen, genau. Ja, haben wir da. Also ich denke wirklich, dass sie bei ihren braunen und erdigen Tönen bleiben wird. Okay, also ich zeig's dir. Die hier. Das ist Daddy, absolut. Ich, hier unten ist schön, hier oben ist nicht sehr... Na, aber wir probieren alles. Guck mal. Ja. Nein, nein, nein. Nein. Nein, okay. Was ist das war... vorne? Das ist cool auch. Mhm. Ist cool. Das ist ein schöner Beige. Dazu gibt es auch sogar Blazer. Let's go. Let's go. Ja, genau, das ist gut. Ich will was Oversize haben. Wir können probieren. Schau mal, das... Oh, das sieht gut aus. Okay. Okay, wir haben schon 3 Stück. Vielen Dank. Sehr gut. Dahinter ist das. Was ich im Kopf habe tatsächlich vom heutigen Shopping-Tag, ist tatsächlich eine edle, cremefarbene oder beige, hellbraune Deadpants und dazu eine goldene Bomberjacke. Bin sehr gespannt. Oh mein Gott. Tada! Yeah! Oh, das ist sehr daddy. Ich mag das jetzt. Ich mag das sehr. Oder? Das ist natürlich eine Farbe, so eine klassische Männerfarbe auch von unserem Mann, der nicht auffallen möchte. Mir gefällt das so ziemlich baggy und die Farbe. Und du brauchst auf jeden Fall so eine engere Top. Ja.
Also. Aber sehr lässig. Okay. Jetzt müssen wir natürlich dazu wirklich das gut stylen. Wild stylen. 99,95, okay. Das ist mein Budget. Okay, okay, aber probier alle schnell die andere. Okay, mach ich. Das sieht echt cool aus. Das sieht super aus. Mhm. Das sieht super aus. Ja. Sehr schön. Mein Gott, mir ist warm. Was gefällt dir denn so an der Hose, Kelly? Mir gefällt dieser Schnitt, so ein bisschen gerafft hier oben. Sehr überraschend. Also an der Stange war ein bisschen anderes. Aber wenn sie anhat, wirklich speziell, finde ich ganz toll. Denkt, die wird heute sich da reinstürzen. Die hat auch eine krasse Shoppingbegleitung. Ja. Wir haben sie nicht gesehen, wir haben es aber gehört. Also ja, so Drag Queen-mäßig. Habe ich Zeit. Pass auf das Geld, gell? So, nicht anfassen hier. Schlecht für die Finanzen, aber gut für die Stimmung. Also. Pass mal auf. Was macht Mama? So. Erst mal das hier. Oh, Guido, du bekommst ein Striptease von mir. Da. Da. Miau. Miau. Oh, gut. Ne? Call me. So, komm vor, Schatz, komm. Tada. Oh, die Color. Ja, I love that. Die Color ist ein bisschen Schlammton, muss man sagen, ne? Die Farbe, girl. Die Farbe gefällt mir. Wenn man das unten drunter auftunen würde mit richtig coolen Schuhen, könnte das sehr schön sein. Was schaut ihr das aber an? Oh, no. Was ist los? Nee, so das ist so cool. Der Mensch mit langen Beinen hat das. Aber das hier ist... Aber das gefällt mir sehr. Das gefällt mir. Aber hier, die Ärmel sind natürlich auch wieder kurz. Das ist immer das gleiche Problem mit den langen Menschen. Honey, willkommen in unser Leben. Shop ist hoch, Bluse drunter und das war's. Ja, Schatz, komm bitte raus. Ist ein bisschen eng und ich trage Korsett. Schrankinspektion zu Hause. So, dann gucken wir jetzt mal, was die liebe Ada in ihrem Kleiderschrank hat. Ach, also ich was liebe ich. Du auch? So diese Kuscheljacken. Herrlich. Ich habe erstaunlicherweise extrem viele Jacken und Mäntel gesehen. Ne? Da hat sie wahrscheinlich so ein Faible für. Wahrscheinlich zu groß. Wahrscheinlich zu klein. Oh, das steht ja, so ein bisschen, aber. Ja, aber so ein bisschen Spack, ne, wie die Hessen sagen. Ach, wie süß. Aber so ein kleines Bärchen, großes Bärchen. Ja. Aber mir haben die Farben gefallen, diese Krellenfarben, weil die einfach unheimlich gut zu ihrer Hautfarbe passen. Nimm ruhig raus, was dir gefällt. Sowas würde ich auch tragen. Bei dir hat das so ein bisschen Bademantel, um ehrlich zu sein, ne? Finde ich auch. Ja. Aber an ihr sieht es wahrscheinlich super aus. Mit Sicherheit. Also, es gibt hier zwei andere Möglichkeiten. Ich sag dir ganz ehrlich, kurz, knapp und knackig, beide gefallen mir nicht. Ja, die Ada ist, glaube ich, total entspannt, hat super lässig auf mich gewirkt und ich glaube, sie ist sehr sicher, was sie haben möchte. Dann lass uns... Wir haben, wie viel Zeit haben wir denn? Die Zeit? Überhaupt. Also die erste Stunde ist fast um. Ihr habt jetzt noch gute drei. Wir haben noch drei Stunden. Also du kennst eine Stunde ist schon weg. Eine Stunde ist schon weg. Wir haben nichts gekauft. Wir haben noch nichts gefrühstückt. Also das ist. Ich bin auch der Meinung, dass sie ganz bei sich bleiben wird und dass sie sich von ihrer Shoppingbegleitung moralisch unterstützen lässt, aber ich glaube nicht vom Weg abbringen lässt. Da bin ich mir ganz sicher. Sehr, sehr also schön. Also ich würde sagen, wir würden weiterziehen. Wir lassen genau. Das wir lassen, können wir das auf der Seite dann behalten, weil die finde ich wirklich sehr schön. Ja. So dieses Geraftes hier oben. Das gefällt mir auch sehr. Finde ich sehr schön. Ja, also lass uns das machen und wir schauen dann die nächste Laden. Also das heißt mit dir. Ich gehe zurück. Zack, zack, ich halte das. Vielen Dank. Gerne. Danke, muchas gracias. Muchas gracias. Also, wir werden dann diese Hose zur Seite legen, oder? Und also ich denke, wir kaufen die einfach jetzt, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, bis wir dann zur Schweizer gehen und dann wieder zurück. Ja, das stimmt. Und dann hier und dann wieder zurück. Ja. Und dann der ganze Verkehr. Wir haben nicht mehr viel Zeit, 3 Stunden haben wir nur noch. Also die Hose ist toll. Ich fand den Blazer auch nicht schlecht, muss ich sagen, das Sakko dazu. Man könnte natürlich noch mal was anderes probieren, eine zweite Hose, aber... Was war das? 99,95, genau. Perfekt. Ja. Die Shopping Queen, warte, wer macht das? Thank you. Sehr schön. Ja. So. Toll.